Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Fallout 4. Heute mal mit der ganz normalen Fallout-Musik, die ganz normal ist und nicht Diamond City Radio, weil ja, okay, kommt gerade schon mal zu spät ein bisschen an, weil beim ersten Video haben drei Leute bzw. drei YouTube-Kanäle oder ja Organisationen, die haben gesagt, ja, Lieder, die da drin sind, die gehören uns. Das waren zum einen ein Lied, was gar nicht im Video vorkommt, was ich ziemlich lustig fand, weil es hat er an die Stelle von hier I don't want to set the world on fire gesetzt. Dann das zweite Lied habe ich vergessen, weil ich nicht weiß, wie es heißt. Und das dritte, Grandma Plays the Numbers. Ist verständlich, dass, okay, wenn's denen gehören würde, dann würde ich das vollkommen verstehen. Ich würde es auch einsehen, dass ich das dann rausnehme aus dem Video. Ich monetarisiere es ja sowieso nicht. So. Andere Sache. Jetzt mal ganz nebensächlich gelassen, dass das eine Lied da gar nicht mal im Video vorkommt. Ich habe bei den YouTube-Musikrichtlinien nachgeschaut. Jetzt, was ist da gestanden? Ja. Werbung. Verwendung. Darf ich weltweit. Also, was heißt das? So wie ich das verstehe, liegt keine Urheberrechtsverletzung vor. Aber dennoch ein Lied zu copyrighten, zu sagen, das ist meins, obwohl das gar nicht meins ist, das ist irgendwie strange. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache mir nicht mehr die Mühe, ich lasse das jetzt einfach bleiben und mache vielleicht doch ein Video dazu. Und werde jetzt vielleicht immer Disclaimer vor die Fallout Let's Plays haben, falls da Diamond City Radio Musik vorkommt, und dann werde ich dann so eine Liste von den Liedern, die da gespielt werden, schnell durchspielen, damit ich dann auch sagen kann, ja, ich habe die Lieder im Video erwähnt, ihr könnt mich mal kreuzweise. Also, zurück zu Fallout. Wir sind letztes Mal in Concord angekommen und sind jetzt, beziehungsweise sollten jetzt hier reingehen. Wir haben eine 10 mm Pistole. Ich habe mich immer noch nicht entschieden. Ordner, ich habe mich immer noch nicht entschieden. Ups. Welcher Fraktion ich jetzt dann später beitreten werde. Ich bin noch am Schwanken zwischen den Minutemen und der. Ja, okay, ich glaube, ich sag nur mal den Minutemen einer anderen Fraktion, weil es könnten ja auch Leute hier das Ding schauen, die Fallout noch nicht kennen. Und was könnte man hier denn noch gebrauchen? Ja, aufbereitetes Wasser. Bärenmentats kommen hier hin. Das kann man dann mal immer so. Ich habe doch irgendwo noch Jet, genau. Die ganzen Drogen kommen hier rechts hin. Mentats, Nuka Cherry. So, und oben kommen dann noch Waffen hin. Jetzt muss ich mir nur die Belegung merken. So, zwei Schrotflinte. Drei ist Lesemuskete. Eins ist Pistole. Aber ich habe mir auf jeden Fall schon festgelegt, dass ich einen, vielleicht einen Revolver halten mache. Mal schauen. Aber das wäre, fände ich schon cool. Also so eine Art McCree. Für die Leute, die Overwatch kennen. Ja, leck mich. So. Parklammerbox. Ah. Und mir ist sonst noch irgendwas Wichtiges. Räderrüstung. Ja, nehmen wir mal mit. Ja, leck mich. Ja. Oh. Ich glaube, den haben wir erwischt. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, aber ich spiele Fallout auf niedrigen Einstellungen.
damit es während der Aufnahme nicht zu laggt. Die bekomme ich so nicht auf. Das kann ich noch nicht aufmachen. Wir sollten auch aufpassen, dass wir nicht in Fallen oder so reinrennen. Ah, Boston Tea Party, okay. Vielleicht wird die Framerate in den nächsten Videos besser. Ich muss mich mal dran setzen und schauen, ob ich das irgendwie hinbekommen tue. Repetierpistole, Improgewehr, 10 mm Patronen. So. Wetterball, Klebeband, Sturmfahrzeug. Nehmen wir mal alles mit. So, hier kann man etwas entsperren. Ja, und das machen wir auch mal. Das Entsperren, was ich irgendwie noch nicht so ganz raff. Aber ich krieg's schon hin. Also. Schier. Schön. Well. Tja. Das war easy. Dann haben wir hier einen Fusionskern. Schön, schön, schön. Sehr schön, sehr schön. Sonst werden die noch erschossen, hast du gehört? Wieso spreche ich eigentlich immer hier Zementsack drin? Ach, wirklich! Ich komme für dich später zurück, Zementsack, ich sag's dir. Wie schwer ist denn der? 8. Das heißt, ich kann noch 8 Sachen mitnehmen. Hey, level up. Ja, jetzt mal einen Punkt in Stärke reinhauen, damit wir mehr tragen können. So. Dann können wir den hier auch mitnehmen. So. Haarklammer. Looten wir das hier mal schön durch. Oh, Kronkorken. Nice. Ach ja, den habe ich vorhin umgelegt. Ups. Hoha! Ja, easy. Springmesser, Schweißerbrille brauchen wir nicht. Pass auf. Ich gebe einen Scheiß drauf, was ich angezogen habe und was nicht. Vielleicht. Oh. Autsch. Kommt davon, ey. Verpasst mir einfach eine. Ich habe ein Ding gehört. Fernseher jetzt mit Dandy Boy und Blechdose. So. Jetzt wird hier erstmal noch fertig gelootet. Zigarette bestimmt wertvoll. Bierflasche, Haarbürste, Silber, Silbertafellöffel nehmen wir mal mit. Terpentin nehmen wir mit. Los geht's.
Impo-Repetiergewehr, das ist immer. Ach, komm, wirklich. Meh. Jetzt muss ich irgendwas. Was haben wir denn an Kleidung über das hier? Und das hier. Geht wieder. Eieiei. Ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Guten Tag. Preston Garvey, Colonel Minuteman des Commonwealth. Ich helfe gern, Preston. Ich helfe gern. Wenn das stimmt, könnten wir noch etwas Hilfe gebrauchen. Wie du siehst, haben wir hier ein paar Probleme. Mhm. Ja, die Welt hat sich verändert. Die Welt hat sich sehr verändert. Das ergibt alles keinen Sinn. Nicht. Alles in Ordnung? Also, wir brauchen deine Hilfe. Und dann können wir vielleicht dir helfen. Was hat dich hierher geführt? Mein Sohn Sean wurde entführt. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Was für eine Scheiße. Tut mir leid. Ich weiß, wie diese Welt sein kann. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Zuerst die Ghule in Lexington. Und jetzt diese Scheiße. Tut mir leid. Klingt hart. Gott. Danke, verdammt. Es ist... schön, jemanden zu treffen, dem es nicht gleichgültig ist. Wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber, nee, wir haben eine Idee. Dann lass mal hören. Sturges, sag's ihm. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Halt, Vorkriegszeit. Ein Vertibird. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45-Power-Rüstung fürs Militär. Gefällt mir. Eine schöne Power-Armor. Ja, dachte ich's mir doch. Schutz mit einem kleinen Extra. Mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Sehr gute Minigun. Idee. Das wollte ich hören. Klingt gut, was? Es gibt nur einen Haken. Der Anzug hat keinen Saft. Wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden. Aber wir stecken fest. Ich helfe gerne, wenn ich kann. Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK. Einen Standard-Fusionskern. Eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und aber wir wissen, wir wo man eine findet. Das Ding ran. Also es ist im Keller. FK, den wir schon haben. Also, ich repariere Sachen. Bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Hab ich schon. Ich habe mir den Fusionskern schon geholt. Kann losgehen. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann so. Sehen die Raider, dass sie sich mit den dann gibt's jetzt Akt schon. Viel Glück. So. Wer ist das? Mama Murphy. Ma'am. Dogmeat hat Hilfe für uns gefunden. Sieh mal einer an. Er ist ein braver Hund. Und auch klug. Oh ja. Dogmeat findet Leute, die ihn brauchen. Und jetzt wird er bei dir bleiben. Ich habe es gesehen. Du hast es gesehen. Vision? Mhm. Oh, ich weiß, was du denkst. Die alte Dame hat den Verstand verloren. Aber das sind die Kemps. Mhm. Sie verleihen... drogenabhängig. Das dritte Auge. Das dritte Auge. Das dritte Auge, von dem man Geografielehrer immer gespricht. Das dritte Geografieauge. So. Ah ja. Ich bin ganz Ohr. Ich kann ein bisschen von dem sehen, was war. Klar. Okay. Und jetzt gerade. Und. Was ist es? Mama Murphy, ich muss... Tut mir leid, kind, schade. Aber ich weiß... Oh. Also es kommt was Großes, Lautes auf uns zu. Hallo? Bingo. Eine Wahrnehmungswackelpuppe. Nice, Wahrnehmung wurde dauerhaft um 1 erhöht. Das ist doch super. Gibt's hier noch was Schönes zu looten? Militärisches Klebeband. Abwürste Plastikmesser. Vielleicht bei Preston. Gut, dann geht's mal weiter Richtung Power Armor. Oh, nice Vorkriegsbild.
Oh, hier sieht man schon den Vertibird. Und hier geht's raus. So, dann geben wir den Paradern doch mal aufs Maul. So, ein Holotape. Persönliches Log. Staff Sergeant Michael Daly, United States Army. Am Samstag, den 23. Oktober, ist unser Vertibird auf dem Weg nach West Stockbridge auf das Dach dieses Museums gestürzt. Die Ursache, ein elektromagnetischer Puls als Folge einer atomaren Explosion. Mehrere Explosionen, um genau zu sein. Anhand der Meldungen, die ich aufgeschnappt habe, kam es wohl überall auf der Welt zu Detonationen. Unser Co-Pilot wurde beim Aufprall getötet. Der Pilot ist einen Tag später an seinen Verletzungen gestorben. Am nächsten Tag wurden Flaherty und Canaver von ein paar verängstigten, verzweifelten Überlebenden erschossen. Danach ist Prosensky abgehauen. Hab ihn seitdem nicht mehr gesehen. Jetzt muss ich mich wohl von der Truppe entfernen, falls dieses Konzept überhaupt noch Sinn ergibt. Der Fusionskern meiner Rüstung ist leer. Meine Tage als Soldat sind also wohl vorbei. Ich mache mich zu Fuß auf den Weg nach Boston, um zu sehen, ob meine Schwester das alles überlebt hat. Sie hat ein Apartment auf der Boylston Street. Auf der Boston Street. Hier spricht Mike Daly. Ende der Aufnahme. Viel Glück und... Vielleicht finden wir da was. Oder das. Oder später das dann. Müssen wir uns merken, die Boylston Street. So. Schön in der Power Armor. Schöne Minigun. Hier oben. Das ist doch schön, Benzinkanister. Hey Boss, hier oben ist jemand. Der existiert nicht mehr. Zeig mir die tolle Knarre aus der Nähe. An meinen Jungs kommen nur wenige vorbei. Okay. Superheldenlandung. War doch nur einer, gell? What the fuck? Oh, da kommt was zum Gulli. Todeskralle! Nachladen. Mein Hund ist in Schwierigkeiten. Hey, scheiß Vieh, ich bleib hier. Scheiß mal auf die Raider. Oh oh. Oh, lass mich in Frieden, scheiß Ding. Verpiss dich. Yeah. I think that this was it. Todeskralle looten. Yeah. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Kavega Lagerschlüssel, was bringt der mir? Concord Flüsterkneipe. Sehr, sehr schön. Nee, warte. Nee. Hier war doch einer, oder?
Ah, ich glaube, der wurde aus der Welt gebumst. So, hier ist die Todeskralle rausgekommen. Mal schauen, gibt's hier irgendwas Spannendes? Oh ja, gibt's. Concord, Bürgerzugang, alles klar. Das schauen wir uns gleich an. Jetzt mal zurück zu Preston. And the others. Und dann wird hier mal Concord angeschaut. Ich glaube, OBS mag das Haus hier überhaupt nicht. Die Framerate geht da ganz schön das runter. Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Preston. Man kann nie genug Freunde haben. Nicht im Kampf. Also, als wir uns trafen, alles klar, hast du gesagt, du würdest gerne... Gerne doch. Geschehen. Dann komm doch mit uns nach Sanctuary. Oh, ich komme mit nach Sanctuary. Ich bin dabei. Oh, wunderbar. Aber du suchst noch mehr, nicht wahr? Okay. Ich höre. Rede weiter. Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich wünschte, ich wüsste es, Kind. Wirklich. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ich kann nur seine Lebenskraft spüren, seine Energie. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Okay. Die größte Siedlung. Da können wir uns so dann drum widmen. Dem können wir uns widmen. So, genau. Das ist... Also, Kind, ich bin müde. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer Freund hier wird das auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also, Sanctuary wartet. Dank unserer neuen Bekanntschaft hier. Und während die nach Sanctuary gehen, wir erkunden jetzt erstmal Concord. Mal schauen, ob wir da so ein paar schöne Sachen finden können, ne? Wenn es nicht so lange zum Laden bräuchte. Dankeschön. Also, Concord, das kleine Städtchen hier in der Nähe von Boston. Was ist denn hier drin? Die Flüsterkneipe. Schauen wir mal, ob ich was Nützliches finden kann. Ah! Eine Szene vom Post-War. Post-War, ne? Vor dem Krieg. Also, before. Eine Zigarre, die nehmen wir doch mal mit. Also, eine Bar. Hier sind Skelette, Zigaretten, keine Falle, Tür, oh, keine Bar, sondern eher eine Art Hotel. Verstehe ich das richtig? Ja, hier geht's wieder raus, okay. Alles klar. Das ist ein Excel. Hä, was ist Excel? Was ist hier? Alles sie. Excel ist auf 9. Das ist ja ganz schön krass, das Ding. Eine Machete, die nehme ich gerne an mich. Dankeschön. Alles. Also das ist mir zu viel.
Okay, hier oben haben wir schon mal nichts Besonderes. Ja, doch, hier ist eine Tür, oder? Verbessertes Schloss. Bin ich Level Up? Ne, bin ich nicht. Dann schauen wir mal weiter nach hinten oder nach hier. Vielleicht gibt es hier was Lustiges. Ah, Klammer. Klebeband. Was ist denn hier? Ein Gartenschlauch. Superkleber. Aber nichts Besonderes. Gehen wir mal hier hoch. Und schauen wir hier hinten. Eine rote Tür. Sonst nichts. Dann gehen wir mal da, wo es oben rausgeht. Oh. Na schade, verbessert es. So gut sind wir noch nicht im Schloss knacken. So. Dann haben wir uns mal das erste Haus hier in Concord angeschaut. Wo kommen wir denn hier raus? Oha. Los, Dogmeat. Damit ich runterspringen kann. So. Jetzt sind wir genau auf der anderen Straßenseite. Schauen wir mal hier rein, was ist hier, ob es hier irgendwas gibt überhaupt. Mhm, Klo, Vitrine. Ha, hier geht's hoch. Aha. Aha. Aha, aha, aha. Da sei dann Concord sowieso schon wieder zu Ende. So, gibt hier vielleicht noch was? Nee. Gibt nix. So. Dann gehen wir doch mal in das Haus da drüben rein. Ach, da waren wir doch gerade drin. Oh. Eine blaue Säule. Bulowski Preservation Services. Atombunker für kleines Geld. Aha. Hier kann man irgendwo rein, schöne Autos. Hier haben wir ein Häuslein. In der Campbox. Jet und Psycho. Das habe ich nämlich Schadens. Plus 25% und Schadenresistenz. Ja, also Camps sind schon praktisch in Fallout. Oh, hier oben liegt ein Jalek. Grundkorken. So, okay. Sonst ist hier nichts mehr. Dann gehen wir mal in die andere Direction hier. Das Haus scheint auch, dass da nichts ist. Mal schauen, was wir hier so finden kann. Oh, scheiße, mein Powerkern. Habe ich jetzt total vergessen. Hier ist nichts. Hier kann man rein. Wie langsam man kann es wieder stark an, wenn noch ETS nutzen. Okay. Ja, okay, die Powerrüstung wollte ich jetzt sowieso nicht so verwenden. Ja, hier so normal rumrennen. Oha, hier ist alles eingestürzt. Ich glaube, ich muss noch eine Etage höher. Noch eine Etage. Oh. Ja. Es ist zwar okay, dass du den erwürgen willst, aber ich müsste da, glaube ich, mal hin. Das Schloss sieht stabil aus. Schade. Das Schloss ist stabil. Mollo und der Babyrassel, alles klar. Es ist manchmal so, what the fuck hier. So, und auf nochmal ins... Hier, wie heißt's? Genau.
nachher geht's wieder zurück ins Commonwealth. Mal schauen, ob irgendwas auf dem Dach ist. Ich glaube, das wäre nicht so healthy, wenn wir auf das Auto drauf springen. Haben wir vorhin gesehen, was passiert, wenn man Auto die Luft jagt. Das ist das, wo wir vorhin drin waren, oder? Nein, das ist das, wo wir gerade drin waren. Okay, da gehen wir auch gleich rein. Plutonium Well. Ein Plutoniumbrunnen. The hell. War ich hier schon drin? Nein, war ich nicht. Oh, nice. Das Schloss kriege ich nicht auf. Oh, nice. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, weiter geht's. So, findet man hier. Oh, benutzte Ölkanister. Aluminiumdose. Okay, hier scheint nichts zu sein. Hier sind noch ein paar Sachen. Glühbirnen. Oh ja, oh ja, oh ja. Ach, die kann man nicht verwenden. Schade. Beziehungsweise mitnehmen. Schade, schade, Schokolade. So, hier ist wieder ein Mannequin. Ah, eine Chembox mit zwei Buffo. Was auch immer die Dinger bringen. Stärke, Ausdauer, Max TP. So, dann schauen wir doch mal in die Kirche hier rein. Powercan ist fast leer. Mit Leuchtvisier Impro-Gewehr. Molotov Cocktail. Ein Experten-Safe. Also viele Sachen, die wir noch gar nicht knacken können. Und hier oben ist nichts. Also können wir hier wieder runter. Ach ja, The Wasteland. Von Massachusetts. So. Können wir gleich mal schauen. Ich glaube, da kann man nirgendwo mehr rein. Das heißt, wir machen uns auf den Weg zurück nach da hinten. Ich stehe hier hinten, ist doch toll. Dann lassen wir danach die Powerhammer stehen, bis wir mal wieder ein paar mehr Fusionsgene haben, damit wir hier mal wieder unterwegs sein können. So, machen wir Sick Chaser zu der kleinen Operating Base. Kotzmas! Willkommen zurück, Sir. Ich hoffe, Sie konnten Hilfe in Concord finden. Ja, klar. Könnte man so sagen. Ich habe neue Freunde gefunden. Davon kann man heutzutage nie genug haben. Ich bin zwar nicht Mr. Gutsy, es wäre mir aber eine Ehre, Sie im Commonwealth zu begleiten. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Ja, natürlich. Direkt hinter Ihnen, Sir. Ja, Dogmeat. Dogmeat, du bleibst in Sanctuary. Keine Sorge, Junge. Dein Herrchen ist in guten Händen. Weil ich finde, alles klar, Cotsworth toleriert mich. What the actual fuck?
was er toleriert. So. Du bist mit dieser Siedlung nicht verbindet. Preston! 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 Komm her! Preston! 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 Nein, nicht da lang gehen, hier lang. Hier bin ich, nicht da drüben. Ich bin froh, dass du beschlossen hast, mit uns zu kommen. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Ja. Es zu einem Ort machen, der den Namen Zuhause verdient hat. Ja, weißt schon. Ja, ich habe gerne hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Ich habe hier gelebt. Vor über 200 Jahren. Ich war die meiste Zeit eingefroren oder so. Ich bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Genau. Mann, wie einer dieser alten Vorkriegsghule. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Nur mein Sohn. Irgendjemand hat ihn entführt, während ich noch festsaß. Seitdem versuche ich, ihn zu finden. Scheiße. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest ihn. Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Naja, ich bin froh, dass du hier bist. Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Ich hoffe, oh, das ist okay. Kommt's. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die... Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich das auf uns verlassen können. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Ach, du hast zu viel zu tun. Kann ich die Siedlung helfen? Ja, meinetwegen. So, sarkastisch. Oh, super. Ich habe mir schon immer gewünscht, ein paar hilflose Dorfbewohner zu retten. Die Leute sind nicht hilflos. Sie brauchen eben nur manchmal jemanden, der ihnen etwas unter die Arme greift. Und genau darum geht es bei den Minutemen. Ach so. Und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. Okay. Ich habe folgendes Level erreicht, Level 4. Verdammt, 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 verdammt. Sturges, wo bist du? Ich sollte vielleicht doch noch mal kurz in die Power-Arme schlüpfen. Hast du einen Augenblick Zeit? Ich wollte dir dafür danken, dass du uns in Concord geholfen hast. Deine Energie ist an diesen Ort hier gebunden. Lass es erst krachen, Sven. Jawohl, Kotzwerf. So, wo ist Sturges? Sturges. Hey, what's up, buddy? Bist du bereit für etwas Arbeit? Ja, warum nicht? Ich helfe gern. Sag mir einfach, was ich machen soll. Für den Anfang könnten wir mal wieder echte Betten gebrauchen. Wir schlafen schon echte viel zu Betten. Lange auf dem Boden. Sorg nur dafür, dass wir zum Schlafen ein Dach über dem Kopf haben. Ein paar der alten Häuser sehen noch solide aus. Eins davon sollte gehen. Da drüben ist eine Werkbank, die du benutzen kannst. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Alles klar. Gut, danke, Sturges. Jetzt wird erstmal gebaut. So. Tja, Jugelung. So. Dann haben wir hier die Möglichkeit, hier mal eine Kiste hinzustellen. Vielleicht jetzt nicht direkt aus Stahl. Aber ich denke, eine Holzkiste macht's auch. Beziehungsweise hier das hier. So, und jetzt können wir hier mal ein paar Sachen unterbringen, die wir momentan nicht brauchen. Zum einen. Ja, die hier können wir. Die hier können wir lagern. Impro-Scharfschützengewehr brauche ich nicht. Machete brauche ich nicht.
Die Minigun lassen wir vorerst auch mal da. Brauche ich nicht. Nimm mal mit. Lassen wir hier, nehmen wir mit, so. Dann Brille, lassen wir da, lassen wir da, lassen wir da, lassen wir da. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack. So. Darum kümmern wir uns jetzt mal gleich. Sorry, aber ich werde jetzt hier ein bisschen. Ein bisschen Action machen. Beziehungsweise gibt es nicht eine Funktion für. Genau. Den gesamten Schrott lagern. So. Schön, schön, Muni. Diverses verbraucht es normalerweise nicht. Ja, perfekt. Und dann können wir sogar noch Level abgehen. So. Dann skippen wir doch mal hier was. Revolver halt. So, die Power Armor, das mag ich mal hier. Stellen wir mal hier hin. So. Gut, dann würde ich sagen, was erstmal für die Folge hier mit Fallout. Haben wir ein bisschen Concord erkundet, ein bisschen hier in Sanctuary gebaut. Nächste Folge geht es dann hier weiter in Sanctuary mit Bauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir beim Vollspiel zuzuschauen. Haut in die Kommentare, wenn ihr irgendwas haben wollt, irgendwas sehen wollt, wo ich mich mal drum kümmern soll, etc. 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 Kritik ist natürlich auch gerne erwünscht. Ich würde so viel machen. Nur damit der Zuschauer zufrieden ist. Natürlich nicht alles, aber das, was mir im Rahmen des Möglichen steht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Hüt rün.